eine Liebkosung, der Atem der Natur. Ein zarter Kuss, der allem wundervollen und schrecklichen Leben einhaucht. Ist das ein Gedicht von Thoreau? Von mir aus Studentenzeiten. Hoffentlich finden wir auch auf den Weg zurück. Wir hätten mit den anderen in der Stadt bleiben sollen. Die amüsieren sich sicher prächtig. Ach, Alex. Die Typen auf dem Schiff gehen mir auf die Nerven. Da bin ich lieber hier. Also, es ist wirklich beeindruckend, was euch meine Generation hinterlässt. Wahnsinn, wie die hier wüten. Da wächst nichts mehr. Sightseeing beendet. Gehen wir zurück. Alex! Ja, wir müssen uns langsam auf den Weg machen. Danke, dass Sie mitgekommen sind. Wahrscheinlich würden Sie lieber in einem Straßencafé sitzen und eine Pina Colada trinken. Nein, Sie irren sich. Ich wollte das auch sehen. Kurs 050 halten. 050. Sir. Sie sehen nicht gut aus. Es ist alles in Ordnung, Sir. Ich habe nur zu wenig geschlafen. Er geht heute früher ins Bett. Ich weiß gar nicht, was ich euch gesundheit. Entschuldigung. Bitte weit aufmachen. Ihr Rachen ist leicht gerötet. Sonst noch irgendwelche Beschwerden? Kopfschmerzen? Seit dem Aufwachen heute Morgen. Ja, Ihre Stirn ist ganz heiß. Ist es was Schlimmes? Wahrscheinlich nur eine harmlose Grippe. Machen Sie sich keine Sorgen. Ich weiß nicht so recht. Es ist nur ein Volleyballspiel, keine Operation. Volleyball im Wasser? Du weißt mal wieder nicht, was Spaß macht. Du kannst es mir jetzt zeigen. Warum lässt du überhaupt deine Haare wachsen, wenn du dann so einen langweiligen Zopf kriegst? Ich lasse sie mir nicht wachsen. Ich habe nur keine Zeit für den Friseur. Seltsames Spiel. Du wirst es überleben. Komm jetzt. Alle mal herhören. Drei Leute von der zweiten Schicht liegen mit einer Grippe im Bett und fallen aus. Andrew, Stanty und Talbot, ihr legt eine Doppelschicht ein. Danke sehr.
erste Mal seit fast 10 Jahren, dass wir beide etwas gemeinsam unternehmen und du mal mehr als eine Stunde Zeit für mich hast. Ich bitte dich. Doch, Mom, glaub mir, es ist so. Du hast nie Zeit, weil du so viel arbeitest. Übertreibst du nicht etwas? Ja, damit du kapierst, was ich meine. Ich werde drüber nachdenken. Aber das hier ist doch schon ein Anfang. Vor uns liegen 3 Wochen, in denen wir nur faulenzen und in der Sonne liegen. Und Volleyball im Wasser spielen. Nicht zu glauben, du hast dich tatsächlich von mir zu einer Kreuzfahrt überreden lassen. Meine Mutter hat sich für mich freigenommen. Early, was soll das? Du redest ja, als ob wir zwei noch nie zusammen in Urlaub gefahren wären. Sind wir auch nicht. Danke. Möchten Sie noch was trinken? Orangensaft, bitte. Danke. Und schon ist der Abend gerettet. Die Getränke gehen auf uns. Vielen Dank, sehr freundlich. Wir haben beim Roulette gewonnen. Das war toll. Jetzt können wir sogar die Kleider bezahlen, die du für die Kreuzfahrt gekauft hast. Hey. Spielen wir auch eine Runde? Nein. Richtig, man sollte gar nicht erst damit anfangen. Es ist eine üble Angewohnheit. Nur wenn man verliert. Schönen Abend noch. Ihnen auch. Bedienung, komme gleich. Vielleicht wird was Kaltes meinen Magen beruhigen. Ich glaube, der Schiffsarzt liegt mit seiner Diagnose falsch. Und wenn er ein guter Arzt wäre, dann würde er nicht auf einem Schiff arbeiten. Wir haben die Ursache für den Ölverlust gefunden und beseitigt, Sir. Sobald wir im Hafen sind, müssen die Ventile neu eingestellt werden. Sie haben dafür genug Zeit. Gehen Sie wieder an die Arbeit. Aye, aye, Captain. Captain, ist an dem Gerücht was dran, dass an Bord eine Krankheit ausgebrochen ist? Ein paar aus der Küche liegen mit Grippe im Bett. Weiter nichts. Kein Grund zur Besorgnis. Sind die Killer noch da? Die Ja, wirklich. Hören Sie auf, drum herum zu reden und helfen Sie ihr endlich. Ich verspreche Ihnen, dass sie bald wieder auf den Beinen ist. Sie müssen doch irgendwas dagegen tun können. Ich versichere Ihnen, ich tue alles, was in meiner Macht steht. Das heißt, Sie wissen nicht, was sie hat. Ich will, dass ein richtiger Arzt kommt, und zwar sofort. Hallo? Es tut mir leid, Sie dürfen hier nicht... Ich bin Ärztin, vielleicht kann ich helfen. Dr. Stephanie Tober, kann ich Ihnen irgendwie behilflich sein? Ich will, dass sie von einem zweiten Arzt untersucht wird. Wie sind die Symptome? Frösteln, Fieber, Erbrechen. Ich vermute, es handelt sich um einen grippalen Infekt. Ich habe ihr was gegeben, das ihren Magen beruhigt. Geh in die Kabine, ich komme gleich nach. Gibt es noch weitere Krankheitsfälle an Bord? 5 Crewmitglieder und ein paar Passagiere. Die gleichen Symptome? Ja, ja, soweit ich das feststellen konnte. Aber wie gesagt, ich glaube nicht, dass ein Grund zur Beunruhigung vorliegt. Mom? 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 Kommst du jetzt? Bitte, Ellie, warte in der Kabine auf mich, ja? Na los! Sie scheint sich irgendwo gestoßen zu haben. Das sind innere Blutungen, Doktor. Innere Blutungen? Wo sind die anderen Patienten? Ich möchte sie mir ansehen. Bei wie vielen Passagieren sind die gleichen Symptome aufgetreten? Muss ich nachsehen, bei einem halben Dutzend vielleicht. Haben Sie die Namen? Ja, ja, natürlich. Die Schwester kann sie Ihnen raussuchen. Was ist hier los? Gibt's ein Problem, von dem ich nichts weiß? Captain, diese Patienten weisen Symptome hämorrhagischen Fiebers auf. Wir haben ein Virus an Bord, das nicht zu der Sorte gehört, die sich mit Grippemitteln bekämpfen lässt. Ich denke nicht, dass die Krankheit allzu schlimm ist. Bestimmt ist es nur ein Bacillus, den Sie sich an Land eingefangen haben. Was sagen Sie dazu, Doktor? Ich fürchte, Captain, ich bin der Sache nicht mehr gewachsen. Ich verstehe. Wie war Ihr Name gleich wieder? Dr. Stephanie Tober. Ich arbeite für die US Army in einem Forschungslabor für Infektionskrankheiten. Interessant, aber ich finde, Sie sind für unsere Krankenstation ein bisschen überqualifiziert, Dr. Tober. Ach, wenn Sie uns jetzt bitte entschuldigen. Das Letzte, was wir wollen, ist, dass Sie Ihre kostbare Urlaubszeit für unsere Kranken opfern. Es tut mir sehr leid, Captain, aber ich habe keine Wahl. Ich muss mein Institut informieren. Wir können nicht ausschließen, dass es sich um den Beginn einer Epidemie handelt.
Wie kommen Sie denn darauf? Wovon zum Teufel reden Sie? Das hier ist doch keine Epidemie. Das müssen wir erst noch herausfinden. Ich hoffe, Sie haben recht. Ich brauche Blut- und Gewebeproben von jedem dieser Männer. Achten Sie darauf, dass Sie in versiegelte Behälter kommen. Können Sie das sofort veranlassen? Bin schon unterwegs. Ich würde gern Ihr Telefon benutzen. Guten Flug! Danke! Ich halte das für einen völlig unnötigen Aufwand. Hoffen wir das Beste. Captain, zwei der Patienten sind tot. Verbrennen Sie Ihre Kleidung, verbrennen Sie Ihre Bettwäsche, verbrennen Sie alles aus Ihren Kabinen. Das kann unmöglich Ihr Ernst sein. Doch, ich meine es sogar sehr ernst. Interessant. Es ist extrem aggressiv. Tod durch Verbluten, ähnlich wie beim Ebola- oder Marburg-Virus. Das dürfen wir nicht mehr für uns behalten. Schreiben Sie. BL4-Virus auf Kreuzfahrtschiff Orion Star entdeckt. 1800 Passagiere plus Mannschaft. Das Leben der Menschen ist in Gefahr. Sofortige Maßnahmen erforderlich. Weinberg unternimmt eine Versuchsreihe. Die Experten Jones und Jeffers sind bereits verständigt. Wir sind überzeugt, dass das alles bei dir in besten Händen ist. Aber Norman, ich bin Wissenschaftlerin und keine praktische Ärztin. Mir fehlt die Erfahrung mit Patienten. Meine Stärke ist die Laborarbeit. Ja, ich weiß, aber aus dem Schiff wird ein Labor werden. Es ist ein Glücksfall, dass du dort bist. Wir wollten Urlaub machen. Kann ich auf dich zählen? Ihr lasst mir mal wieder keine Wahl. Wir stehen das gemeinsam durch, okay? Ich melde mich in einer Stunde wieder aus Washington. Ist gut. Weißt du, was ein BL4 ist? Das sind Killerviren. Du arbeitest in deinem Labor damit. Sie gehören zu den gefährlichsten, die es gibt. Und du meinst, ein solches Virus ist hier an Bord? Ja. Du musst also arbeiten, richtig? Aber es wird sicher nicht lange... Die nationale Sicherheit steht an erster Stelle. Sobald die Orion Star anlegt, besteigen die Passagiere die Flugzeuge und fliegen nach Hause. Die Belüftungssysteme in den Maschinen lassen die Viren zirkulieren und neue Wirte finden. So gelangen sie in jeden Winkel unseres Landes. Das Resultat wäre ein Massensterben, Panik und der ökonomische Zusammenbruch. Müssen wir damit rechnen, Doktor? Ja, müssen wir. Bis 1951 gab es in Grönland keine Masern. Dann macht ein Infizierter dort Urlaub und nach 6 Wochen hatte sich die ganze Bevölkerung angesteckt. Dieses Virus ist neu. Jedenfalls für uns und es ist tödlich. Wie viele Tote? 4 bis jetzt. Wie viele sind infiziert? Schwer zu sagen. Vor einer Stunde waren es 32 Fälle. Was schlagen Sie vor? Eine meiner Mitarbeiterinnen ist an Bord, Dr. Stephanie Tober. Ich würde ihr gern die Leitung übertragen. Das könnte sich zu einer Krise ausweiten, Mr. President. Glauben Sie, eine Frau wird mit sowas fertig? Könnten Sie mal Ihre Vorurteile vergessen? Während der Ebola-Epidemie hat sie in Zaire das Labor geleitet und sie hat alle BL4-Impfungen. Wenn Sie von Ihrer Kompetenz überzeugt sind, reicht mir das. Wir stellen das Schiff unter Quarantäne. Ich werde es sofort veranlassen. Doktor? Sie erstatten mir Bericht. Ich bin Ihr direkter Verbindungsmann zum Präsidenten. Ist das klar? Danke, Doktor. Henry, einen Moment bitte. Ich will nicht, dass diese Geschichte unnötig in die Länge gezogen wird.
Ich will reibungslose Zusammenarbeit mit einer schnellen und vernünftigen Lösung. Die Menschen auf dem Schiff verdienen, dass wir unser Bestes geben. Verstanden? Ja, Mr. President. Brian Starr, hier spricht Captain Trucker von der Küstenwache. Sie werden nicht in den Hafen einlaufen. Stoppen Sie Ihre Fahrt und warten Sie auf weitere Instruktionen. Maschinen sofort stoppen! Wir sind in 40 Minuten da. Was hat der Alte vor? Keine Ahnung. Alle Maschinen stoppen! Ich wiederhole, alle Maschinen stoppen! Sehr verehrte Damen und Herren, hier spricht der Kapitän. Ich muss Ihnen leider mitteilen, dass wir in Miami nicht wie geplant anlegen werden. Da mehrere Passagiere eine Infektion haben, die möglicherweise ansteckend ist, sind wir unter Quarantäne gestellt worden. Entschuldigen Sie bitte die damit verbundenen Unannehmlichkeiten. Wir werden tun, was wir können, um die Sache schnellstens zu klären und das Problem aus der Welt zu schaffen. Vielen Dank für Ihr Verständnis. Das können Sie doch nicht machen, oder, Ned? So, Jungs, genug herumgestanden. Los auf eure Plätze. Bereit sein ist alles. Gehen wir hoch. Ich will wissen, was da los ist. Sauerstoffmasken. Das kann nur eins bedeuten. Was denn? Der Captain hat uns belogen. Wir müssen was ziemlich Übles an Bord haben. Die Laborgeräte in die Krankenstation und das in den Speisesaal. Vielen Dank, Doktor. Moment mal. Das ist meine Sache. Captain, verzeihen Sie bitte, aber dafür bin ich zuständig. Dr. Tobert, das ist mein Schiff. Ich gebe hier die Anweisungen. Na gut. In Kabine 4. Kommt nicht in Frage. Alle Mann hier geblieben. Ich will eine Liste, auf der alles steht, was Sie an Bord bringen lassen. Ich muss wissen, welcher Gefahr meine Passagiere ausgesetzt sind. Tragen Sie das alles bitte in Kabine 4. Stehen geblieben! Keinen Schritt weiter! Hört ihr schlecht! Glauben Sie, ich lasse zu, dass Sie mein Schiff übernehmen? Man hat es offensichtlich versäumt, Sie zu informieren. Informieren worüber? Dass mir von der Regierung die Leitung dieser Aktion übertragen worden ist und Sie deshalb meinen Anordnungen Folge zu leisten haben. So schnell gebe ich nicht auf. Eine Kreuzfahrt, die so richtig Spaß macht. Die haben ja Gas. Müsst mir helfen. Könnt ihr eine permanente Standleitung einrichten? Ist das zu machen? Ich brauche unbedingt eine Online-Verbindung zu eurem Computer im Labor. Ja, geht in Ordnung. Ich melde mich bei dir, sobald alles geschaltet ist. Hm? Bis dann. Ellie? Ich muss mit dir reden. Du wirst nicht bei mir bleiben können. Soll ich vielleicht von Bord springen? Ich werde mit vielen schwerkranken Leuten zu tun haben. Es ist mir egal. Denk an die Ansteckungsgefahr. Du bist sicherer, wenn du... Ich ziehe aber nicht aus. Na, Ali, streit nicht mit mir. Na gut, geht in Ordnung. Einverstanden. Ganz wie du willst. Wo erwischt mich das Virus nicht? Sag es mir, wo soll ich hingehen? Der ganze Kahn hier ist doch verseucht. Du hast gesagt, es ist ein BL4-Virus, stimmt's? Eins von der tödlichen Sorte. Ja. Und ich soll ihm aus dem Weg gehen? Wie stellst du dir das vor? Wie soll ich das machen, Mom? Hat die Orion Star einen luftdichten Raum? Schatz. Nun sag schon. Tut mir leid, Ellie. Der Gedanke,
Gedanke macht mich verrückt, dass du in Gefahr bist. Ich brauch dich. Schick mich nicht weg. Komm her. Wir schaffen das schon. Wozu die Kamera? Um uns im Auge zu behalten. Sie haben wohl Angst, dass wir uns ein Rettungsboot schnappen und von hier verduften. Genau. Gehen wir. Nein, das Essen wird eingeflogen. Pool, Sauna und Fitnessraum dürfen nicht mehr benutzt werden. Sagen Sie alle gesellschaftlichen Veranstaltungen und Aktivitäten bis auf Weiteres ab. Wollen Sie die Leute in ihren Kabinen einsperren? Nicht infizierte Passagiere dürfen an Deck. Ich rede mit dem Captain. Entschuldigen Sie, wie war gleich Ihr Name? Purser Jennings. Ah, Mr. Jennings. Also nochmal, das hier ist mein Schiff. Und Sie tun, was ich Ihnen sage, oder ich lasse Sie einsperren. Ist das klar? Ich verstehe. Bitte? Sie haben Ihre Order. Machen wir uns an die Arbeit. Na schön. Wenn Ihre Entscheidung so lautet, sehe ich mich gezwungen, mein Kommando niederzulegen. Mit sofortiger Wirkung. Dr. Tober? Ja? James Coleman, erinnern Sie sich an mich? Natürlich. Ist Ihre Frau krank geworden, oder? Nein, es geht ihr bestens. Sie haben durchsagen lassen, dass Sie ein paar Freiwillige suchen. Ja, aber ich kann nur Leute brauchen, die medizinische Erfahrung haben. Ich war Sanitäter in Vietnam. Engagiert, Mr. Coleman. James. Und das ist Ned. Ned Simon. Ich bin Arzt. Das heißt fast. Ich habe gerade meinen Abschluss in Medizin gemacht. Wenn alles gut geht, fange ich nächste Woche als Assistenzarzt an. Meine Frau stellt sich auch zur Verfügung. Wir machen alles gemeinsam. Ich danke Ihnen. Aber Ned, wie kannst du das tun, ohne es vorher mit mir abzusprechen? Schatz, da gibt es nichts abzusprechen. Ich bin Arzt. Es sind unsere Flitterwochen. Ich weiß auch nicht, warum die Leute darauf keine Rücksicht nehmen und einfach krank werden. Du findest das wohl komisch. Nein. Nein. Aber ich finde dich wunderschön. Und ich liebe dich über alles. Hab bitte Verständnis. Ich muss tun, was ich für richtig halte. Versprich mir, vorsichtig zu sein. Versprochen. Der Umgang mit den Kranken erhöht das Risiko, sich zu infizieren. Ich möchte, dass Sie sich dessen bewusst sind. Ich habe einen Eid geleistet. Die Menschen brauchen Hilfe. Ich habe zwar die Hosen voll, aber ich bin dabei. Die Angst hilft Ihnen, das hier zu überleben. Sich zu einer schrecklichen Tragödie entwickeln. Ja, Michael. Aber das Wunderbare an der Menschheit ist ihre Fähigkeit, tragische Ereignisse zu überstehen und daraus Vorteile zu ziehen. Ich habe das Gefühl, dass ich aus der Sache etwas lernen werde. Schon möglich. Wir haben eine Krise zu bewältigen. Auf einem Kreuzfahrtschiff ist der Tod an Bord. Das Leben einiger Durchschnittsmenschen, die nun in der Öffentlichkeit als mutige und unglückliche Individuen dastehen, ist von einem Virus bedroht. Ein Szenario, das die Leute mit Begeisterung verfolgen werden, egal wie lange es dauert. 6 Monate, vielleicht auch länger. Was zufälligerweise der Zeitraum für den nächsten Wahlkampf ist. Michael, ich muss sagen, ich hatte noch nie einen Mitarbeiter, der so schnell lernt. Also, falls der Präsident der Vereinigten Staaten ein Opfer dieser Krisensituation wird, weil er Entscheidungen über Leben und Tod treffen muss, die sich nicht nur auf die Menschen an Bord auswirken, sondern auf die gesamte Bevölkerung des Landes, vielleicht sogar der Welt,
Und falls diese Entscheidungen des Präsidenten fragwürdig erscheinen... Und falls sich aus diesem Grund die öffentliche Meinung gegen ihn richtet... Stehen die Chancen gut, dass wir nach der nächsten Wahl einen neuen Präsidenten haben? Hoffentlich. Ein Mann, der dieses Land wieder auf den richtigen Weg bringen wird. Stellen wir die Weichen, mein Freund. Ich glaube, wir kommen in den 6 Uhr Nachrichten. Sobald wir zurück sind, rufe ich den Anwalt an. Hast du noch ein Aspirin? Schon wieder dieses Flugzeugfutter. Wir müssen von dem Schiff runter. Oh, oh! Schatz, was ist? Oh, ich weiß nicht. So ein ziehender Schmerz. Simon, was, wenn die Wehen einsetzen, solange ich noch an Bord bin? Ich werde dafür sorgen, dass du an Land gebracht wirst. Du bist schwanger. Sie müssen dich in ein Krankenhaus fliegen. Ja, bitte. Eins kannst du mir aber glauben. Dafür müssen sie blechen. Ich verlange hohe... Was zum Teufel soll diese Scheiße? Halten Sie Abstand! Wollen Sie uns alle umbringen? Ich bin nicht krank. Es ist nur eine Allergie, sonst nichts. Nur eine Allergie. Ja klar, wer es glaubt, eine Allergie auf dem Ozean. Verschwinden Sie endlich! Liebling, ist alles in Ordnung? Hat dich der Idiot erwischt? Nein, Gott sei Dank nicht. Mami hat dich auch lieb. Aber ja, wir sind bald wieder zu Hause. Du musst jetzt tapfer sein, okay? Gib Angie einen Kuss von mir. Tut mir leid, wir haben bitte, unsere bitte Anwalt. Nicht, ich will nicht von hier weg. Ich schwöre auch, dass ich nicht an dir gehe. Sei ganz bitte ruhig, nicht. Du brauchst Hilfe. Lass mich nicht, dass sie mich wegbringen. Ich soll dir auch helfen. Nein! Ihr könnt mich doch nicht einfach mitnehmen. Warum tust du denn nichts, Ed? Ich will nicht sterben. Ich will nicht sterben. Für das Virus. Ich lasse ihn später noch mal Blut abnehmen. Diese leichten Beschwerden und die Übelkeit sind so kurz vor einer Geburt nichts Ungewöhnliches. Oh, ich danke Ihnen vielmals. Das ist meine erste Schwangerschaft. Ich hab überreagiert. Hören Sie, ich bin keine Gynäkologin, aber ich glaube, dass Ihr Kind früher kommt als erwartet. Wir wollen nicht, dass unser Baby hier bleibt. Sie werden das Kind doch abholen, nicht wahr? Es muss bestimmt nicht auf dem Schiff bleiben, wenn es nicht infiziert ist. Dazu kann ich nichts sagen. Warten wir es ab. Natürlich ist es nicht üblich, ein Baby aus einem verseuchten Areal auszufliegen. Aber Dr. Tober meint, und da pflichte ich hierbei, dass das Risiko annehmbar ist, wenn beide Elternteile nicht infiziert sind. Annehmbar? Für wen, Doktor? Doch sicher nicht für die anderen 250 Millionen Einwohner unseres Landes. Wir können Ihnen versichern, dass... Ich rede mit dem Präsidenten. Aber jetzt raus mit der Sprache. Wie weit sind Sie und Ihre Leute mit der Lösung des Problems? Wir tun, was wir können. Wenn Sie gestatten, würde ich gerne den Präsidenten... Halten Sie mich auf dem Laufenden. Ich will nicht, dass irgendjemand von dem Schiff runtergeholt wird. Zuerst das Neugeborene, dann will die Mutter weg. Gründe finden sich immer. Und ehe man sich versieht, ist keiner mehr an Bord. Krise beendet. Sie sagen es. Sie verachten den Mann wohl zutiefst. Wen, den Präsidenten? Als Politiker ist er vollkommen unfähig. Er ist ein Liberaler, gibt sich aber als Konservativer aus. Ich will ihn loswerden. Legen die Toten weg. Der einzige Weg, um von Bord zu kommen. Im Leichensack. Ich war vorhin bei Susan. Und? Sie haben sich was ausgedacht, wie man von hier verschwinden kann. Randy hat gefragt, ob wir beide mitkommen wollen. Robert!
anhören können wir es uns ja. Hallo. Hallo. Wie geht's dir? Na, könnte schlechter sein. Ja. Wo ist Gina? Sie hat Kopfweh. Kopfweh? Ihr fehlt nichts. Sie hat nur zu wenig geschlafen, das ist alles. Ja, natürlich. Komm doch mit, sie freut sich über Besuch. Ich kann jetzt nicht, vielleicht später. Sag ihr schöne Grüße. Paula! Warte! Hey, dein Mann arbeitet für sie, er fasst sie an und atmet die gleiche Luft! Entschuldigung, darf ich? Hier, dein Frühstück. Danke. Ich habe deine Freundin Paula getroffen. Und wie geht's Paula? Als ich sagte, dass du Kopfweh hast, hat sie ganz komisch. Ich habe mich gestoßen, Liebling. Nein, hast du nicht. Alex, bitte sag niemandem was davon, ja? Aus Liebe zu mir. Nicht anfassen! Glaub mir, Alex, das wird schon wieder so schlimm. Du sollst mich nicht anfassen! Ja! Alex, ich... Nein! Ich wollte einfach nichts essen, da habe ich ihm gesagt, ey... Alex! Dr. Tobe? Gut. Aber ja, ich bin gleich da. Was ist passiert? Gina, sie hat sich infiziert. Wollen Sie mit Ihrem Mann sprechen? Ich habe keinen Mann. Ich hatte mal einen, aber jetzt habe ich keinen mehr. Ich war bisher noch nie in so einer Lage, deshalb bin ich leider im Moment etwas verunsichert und weiß nicht, was ich sagen soll. Wie wäre es, wenn Sie mir verraten, wie ich Sie dazu bewegen kann, auf diese Seite der Reling zu kommen? Ich will aber, dass mir Alex dabei hilft. Ehrlich gesagt, verstehe ich beim besten Willen nicht, wieso Ihre Frau auf der Seite der Reling steht und Sie wie festgenagelt auf der anderen Seite. Kommen Sie näher, sagen Sie was. Sehr gut. Es wird alles gut. Es wird alles wieder gut. Ich kann es nicht. Jetzt werde ich wenigstens berühmt. Gina! Nein! Die Leiche von Gina Reed wurde 2 Stunden später von Tauchern geborgen. Selbstmord auf dem Seuchenschiff. Gleich geht es weiter. Jetzt reicht es. Wieso ist es immer noch nicht gelungen, ein Serum zu finden? Sie arbeiten Tag und Nacht daran. Ich finde, dass wir zunächst einmal eine Nachrichtensperre verhängen sollten. Was halten Sie davon? Dann lynchen Sie uns. Die Presse ist nicht mehr so beliebt wie früher und ich glaube, wir kommen damit durch. Eine Flugverbotszone im 5-Meilen-Radius um das Schiff sollte genügen. Sagen Sie, es dient der nationalen Sicherheit. Gut, veranlassen Sie das Nötige. Die Öffentlichkeit soll so ein Spektakel nicht noch einmal zu sehen. Wir sind auf ein paar Decken.
Herzens will und ob ich schon wandere im finsteren Tal, ich fürchte kein Unglück, denn du bist bei mir. Dein Stecken und dein Stab, sie geben mir Trost. Wir können beten, aber es wird uns nichts mehr nützen. Gott hat sich längst von uns abgewandt. Wir tragen das Kainszeichen, jeder von uns. Dieses Virus ist die Strafe für unser verruchtes Leben. Viele Menschen verhungern, während wir nur Luxus kennen. Unsere Familien zerbrechen, weil wir dem Mammon verfallen sind. Ihn mehr lieben als unsere Kinder. Es ist Gottes Wille, dass wir endlich für unsere Sünden leiden. Ich verstehe Sie sehr gut. Sie haben Angst. Wir alle hier haben große Angst. Ein Tablett bitte. Ja, hier. Das Bett da hinten ist frei. Ich muss mich nur mal 5 Minuten ausruhen. Nach der Strapaze machen Sie erstmal Ferien. Wo würden Sie denn gerne hinfahren? Ich mag die Berge. Ach, das kann ich gut verstehen. Die Berge gefallen mir auch. Fester Boden unter den Füßen ist was Schönes. Halten Sie lieber Abstand. Ach, aber Sie wissen doch, dass ich immer für meine Männer da sein will, ohne Ausnahme. Solange Sie auf diesem Schiff sind, stehen Sie unter meinem Schutz. Nur ruhig, mein Junge. Es wird alles gut. Die Blutproben weisen kaum T- oder B-Zellen auf. Das würde bedeuten, dass keine Antikörper gegen den Virus entwickelt wurden. Was sich mit einer Theorie deckt, dass es sich um eine neue Art handelt. Ja, und was machen wir jetzt? Du musst es noch mehr Zeit geben. Zeit haben wir nicht. Die sollen im Labor einen Gang zulegen. Ich habe dir eine Urlaubskarte geschrieben. Lass mich raten. Wir amüsieren uns prächtig. Falsch. Schade, dass du nicht hier sein kannst. Kopf hoch. Du kannst auf uns zählen. Ich weiß, also danke. Bis dann. Mom, kommen wir zu Dad, wenn wir tot sind? Ich habe leider keine Ahnung, was dann passiert, aber ich könnte mir vorstellen, dass wir ihm auf einer anderen Ebene begegnen, dass wir seine Nähe spüren. Das hoffe ich jedenfalls. Hat Gott vor, uns zu bestrafen? Hältst du das für möglich? Ja. Ja? Ich habe heute gehört, wie ein Mann gesagt hat, wir werden von Gott bestraft, weil wir reich sind. Damit kann er uns nicht gemeint haben. Er war davon überzeugt, dass wir alle sterben müssen, weil wir das Geld mehr lieben als unsere Mitmenschen. Bist du auch der Meinung? Nein. Werden wir sterben müssen? Wir sterben alle irgendwann einmal. Darüber haben wir doch schon oft gesprochen. Ich meine jetzt, durch das tödliche Virus. Gut möglich, ja. Wenn du stirbst und ich nicht, was dann? Wir treffen eine Abmachung. Du stirbst nicht und ich sterbe auch nicht. Okay. Na also, komm her. Mit Glück sind wir vor Sonnenaufgang an der Küste. Warum willst du unbedingt heute Nacht los? Nur weg hier. Wir müssen die Chance nutzen. Wir können nicht mehr länger warten. Oder bist du scharf auf den Freiflug? Können wir Randy und Susan trauen? Ja, natürlich. Keine Angst. Es wird klappen. Ich liebe dich. Hey, halt! Keinen Schritt weiter! Hier ist Zutritt verboten! Bleiben Sie, wo Sie sind, verstanden? Was haben Sie hier zu suchen? Ich wollte nur...
Wir brauchen keine Waffen. Man kann nie wissen. Komm schon. Aber... Robert, entschuldige, dass wir so spät kommen. Schon gut. Wirf die Strickleiter über die Reling. Was ist? Worauf wartet ihr? Jetzt bist du dran, Liebling. Wieso dauert das so lange? Kommt endlich runter! Ich kann nicht. Doch, du kannst. Steig auf die Leiter, bitte. Wir müssen los! Lass mich hier. Ich gehe nur mit dir von Bord. Beeilt euch! Was ist, wenn wir infiziert sind? Dann breiten wir das Virus aus und sind schuld, wenn die Menschen daran sterben. Das ist der falsche Moment fürs Kumpel. Es tut mir leid, Schatz. Ist ja schon gut. Sie kommen nicht mit. Dann müssen wir allein los. Gib mir ein Paddel. Ich wünsche euch alles Gute. Hier spricht die Küstenwache. Ein Objekt entfernt sich vom Bug des Schiffes. Auf Zack. Mit uns werden sie es nicht so leicht haben. Diese Leute zu schießen, ist ein unmögliches Vorgehen. Sir, der Pilot hat nur gefeuert, weil er offensichtlich unter Beschuss Moment. Stand. Ist das bestätigt? Ja, Sir, der Hubschrauber ist beschädigt. Es ist erwiesen, dass der Pilot sich nur verteidigt hat, Sir. Die Öffentlichkeit wird das sicher verstehen. Was Sie nicht sagen. Und was ist mit den Familien der Opfer? Glauben Sie, die werden das auch verstehen? Was meinten Sie vorhin mit dem Plan für den Fall der Fälle? Unser Ausschuss hat sich mit der Frage beschäftigt... Was passiert, wenn jemand von der Orion Star das Schiff in seine Gewalt... Meuterei, Sir! Sie könnten versuchen, irgendwo anzulegen oder in internationale Gewässer zu fahren. Wie lautet Ihr Vorschlag? Admiral Gavin hält es für angebracht, ein U-Boot in dem Gebiet zu stationieren. Und wenn Sie verschwinden wollen, versenken wir das Schiff. Meinen Sie das im Ernst? Entweder wir versenken es oder wir riskieren das Leben von Millionen unschuldiger Menschen. Wir wollen doch nicht, dass die Bevölkerung denkt, sie hätten die Gefahr der Situation nicht erkannt. Das heißt also, Sie empfehlen mir ein Schiff, auf dem sich kranke Leute befinden, mit den Torpedos eines U-Boots in Schach zu halten. Und Sie glauben, damit kann ich mir Freunde machen? Was ist das für eine Welt?
Erinnert mich an ein Sommerlager. Soviel ich weiß, sind Kissenschlachten verboten. Nicht für mich, weil ich die Tochter der Chefin bin. Fordere mich nicht heraus. Hab keine Angst, Schätzchen. Ich pack's schon. Dr. Tober, könnten Sie noch mal kurz kommen? Ja. Am besten, ich zeig dir, wo was frei ist. Er fantasiert die ganze Zeit. Gina, es tut mir so leid. Ich liebe dich. War Gina seine Frau? Ja. Er hat hohes Fieber. Lassen Sie ihn nicht alleine. Braucht sie vielleicht. Ich verstehe. Hey, da kommt sie. Dr. Tober? Ja? Ich bin McBride, der Maschinist. Wir haben mitbekommen, dass immer mehr Leichen abtransportiert werden. Das weiß niemand besser als ich. Was kann ich für Sie tun? Wir haben uns gefragt, wie hoch die Chancen sind, das Schiff lebend zu verlassen. Was schätzen Sie? Es gibt kein Virus, das für alle tödlich ist. Ein paar von uns werden überleben. Sind Sie da sicher? Ehrlich gesagt, im Augenblick gibt es nichts, was mir hundertprozentig sicher erscheint. Ich habe viel zu tun, wenn Sie mich jetzt entschuldigen würden. Danke für Ihre Offenheit. Bitte. Na, wenigstens wird es Überlebende geben. Das schon, aber wer sagt, dass wir dazugehören? Alles in Ordnung. Können wir damit rechnen, dass das Baby von Bord darf? Das ist noch nicht entschieden. Dr. Alice hier wird mit dem Präsidenten darüber sprechen. Sie können jetzt nur abwarten und Daumen drücken. Haltet euch, wir schaffen es. Ich liebe dich. Ich liebe dich auch. Na, wie fühlen Sie sich? Besser. Er ist fieberfrei. Blutdruck normal. Das kann doch nur einen Grund haben. Hoffen wir es. Ich brauche sofort eine Blutprobe. Ja. Aber er hat sich erholt. Ich schicke euch noch mehr Blutproben. Gut. Ich glaube, jetzt haben wir endlich die Antikörper. Ja, das wäre schön. Wie sind deine Blutwerte? Mir fehlt nichts. Alle Tests negativ. Gut, sehr gut. Und wie geht's Ellie? Ich muss sie bewundern. Keine Spur von Todesangst. Im Gegenteil, sie ist ganz ruhig. Wirklich ein tapferes Mädchen. Sie ist wie ihre Mutter. Nein, das finde ich nicht. Ich habe ständig mit meiner Angst zu kämpfen. Dieser Kampf ist die wahre Mutprobe. Wenn man vor Angst halb durchdreht und trotzdem weitermacht. Hilf mir, Norman. Ich darf sie nicht verlieren. Sie sterben hier wie die Fliegen. Jeden Tag werden es mehr. Und was unternimmt die Regierung? Gar nichts. Sie lässt uns nur im Stich. Ja, ich würde gerne wissen, wie lange wir noch auf dem Schiff bleiben müssen. Etwa bis wir alle infiziert sind. Schlimm genug, dass wir nach der Pfeife der Reichen tanzen und die Drecksarbeit für sie erledigen müssen. Jetzt sollen wir diesen Hampelmännern auch noch das Sterben abnehmen. Es reicht, das lassen wir uns nicht länger gefallen. Jetzt ist Schluss, wir wehren uns. Ja, genau, sie spielen das Karo Ass Gold richtig. Das Herz Ass war schon weg, also war das die einzige Möglichkeit. Peter! Sie haben Fieber. Hey, junger Mann! Kommen Sie her und helfen Sie mir! Tom, nehmen Sie ihm den Kranken ab. Was ist passiert? Er ist an Deck zusammengebrochen. Bringt ihn rein. Ich sehe gleich nach ihm. Ist alles in Ordnung da drin? Haben Sie genug Leute, die Ihnen helfen? Wir kommen schon klar. Hören Sie, das hier ist mein Schiff. Auch wenn es Ihnen nicht passt. Sie haben das Kommando übernommen, aber... Das war nicht meine Entscheidung.
gesagt, Sie genießen es doch, die Überlegene zu spielen. Geben Sie es zu, Sie wollten das Kommando unbedingt haben. Oh ja, leugnen ist zwecklos. Aber Ihr Schiff war nur meine zweite Wahl. Die Titanic ist ja leider bereits gesunken. Sie wollen Ihr Kommando wiederhaben? Ich überlasse es Ihnen gern. Aber dann müssen Sie auch die Verantwortung für alle hier auf dem Schiff übernehmen. Für die Toten und die Kranken. Sie sind für Ihr strenges Regiment bekannt, also warten Sie nicht länger. Befehlen Sie, die Patienten gesund zu werden. Na los! Das habe ich mir gedacht. Ich brauche was zu tun. Nichts tun ist nicht meine Stärke. Wie reagieren Sie auf Schweiß und Erbrochenes? Als Kapitän bin ich mit beidem vertraut. Sie sind engagiert. Vielen Dank, Doktor. Kommen Sie, ich zeige Ihnen, wo sich die Anzüge befinden. Alex, Temperatur ist wieder gestiegen. Sein Puls geht zu schnell. Temperatur? 39,4, steigend. Ich erhöhe die Zufuhr der Salzlösung. Holt Eis, macht Nickel und stellt einen Ventilator auf. Doppelte Dosis. Wir dürfen ihn auf keinen Fall verlieren. Ja, Doktor. Geben Sie nicht auf. Kämpfen Sie. Alex. Kämpfen Sie. Die Mannschaft steht hinter mir. Ich komme an die Waffen ran. Ihr wollt das Schiff übernehmen. Aha. Das ist Meuterei. Da bin ich anderer Meinung. Wir haben keinen Kapitän mehr und den Regierungsfuzzis sind wir scheißegal. Die lassen uns verrecken. Hören Sie. Ob mit oder ohne Kapitän. Wir sind hier auf hoher See. Das ist Meuterei. Ich will am Leben bleiben, sonst nichts. Aber ohne Sie schaffen wir es nicht. Wir brauchen einen Steuermann. Ich will aber nicht zwischen die Fronten geraten. Sind Sie schon. Sie müssen sich entscheiden. Entweder sind Sie für uns oder gegen uns. Und wie geht es unserem Star-Patienten? Oh, Alex, gut. Seine Temperatur ist wieder angestiegen, aber er hat wesentlich weniger Blutergüsse. Ich nehme an, seine Werte sind bald wieder normal. Hoffen wir das Beste. Sein Blut weist einen hohen Anteil an Proteinhemmstoffen auf. Ich denke, jetzt haben wir das Rezept für die Suppe, die wir für dich anrühren, Phil. Sehr gut. Ich schicke euch noch ein paar Blutproben von ihm. Können wir später weiterreden? Sag Ali, schöne Grüße. Mach ich. Dr. Tauber, hier ist der Präsident. Als erstes möchte ich Ihnen für Ihren selbstlosen Einsatz danken. Ich tue nur meine Pflicht, Sir. Mr. Northcutt ist für die nationale Sicherheit zuständig. Er hat eine Frage. Ja, Doktor, es geht um die Evakuierung des Neugeborenen. Nehmen wir an, der Virentest fällt negativ aus. Was meinen Sie? Kann es dann trotzdem den Erreger übertragen? Wenn wir weder beim Baby noch bei den Eltern Spuren des Virus feststellen, dann ist es so gut wie unmöglich, dass das Kind ein Überträger ist. Aber Sie können uns keine 100-prozentige Garantie geben. Ist das richtig? Ich kann Ihnen eine 99,9-prozentige Garantie geben. Nichts ist 100-prozentig. Richtig. Unter anderen Umständen wäre ich auf Ihrer Seite. Aber was Sie in diesem Fall von mir verlangen... Ich bitte Sie nur darum, eine statistisch gesehen vertretbare Entscheidung zu treffen. Sie ist fundiert und basiert auf meinen Erfahrungen und auf denen der Wissenschaftler und Forscher, die für das Gesundheitsministerium arbeiten. Ich kann natürlich gut verstehen, dass Ihnen die Sache am Herzen liegt, aber ist Ihnen klar, was passiert, wenn ich jemandem erlaube, von Bord zu gehen? Die Menschen reden über dieses Virus, als hätten wir es mit einem terroristischen Angriff zu tun. Sie haben Angst, Dr. Tauber. Ich will auf keinen Fall etwas zulassen, das eine Panik auslösen könnte. Na gut, das sehe ich ein, aber wir haben hier fast 100 Tote und jeden Tag werden es mehr. Ich würde Ihnen gerne helfen, das junge Leben zu retten. Nur muss ich auch die Konsequenzen meiner Anordnung in Betracht ziehen. An Bord der Orion Star gibt es niemanden, der nicht von diesem Baby weiß. Bitte helfen Sie uns, die Verzweiflung zu überwinden, die wir alle empfinden. Schenken Sie uns ein Fünkchen Hoffnung. Ich bitte Sie, geben Sie dem Kind eine Chance, Mr. President. Sie müssen sein Leben retten. Denn wenn Sie das tun, können wir alle wieder Hoffnung schöpfen. Vielen Dank. Sie werden bald von mir hören. Das war ein sehr überzeugender und emotionaler Appell an Sie. Aber auf der anderen Seite stehen Fakten, die nicht von der Hand zu weisen sind. Mein Vater hat immer gesagt, nennt mir alle Fakten. Und ich weiß dennoch nur die halbe Wahrheit. Ihr Vater war ein ehrenwerter Mann, Sir. Henry. Es ist meine Entscheidung. Und ich werde sie allein fällen. Ist das klar? Ja, Sir. Es geht Ihnen sehr gut. Es ist ein Prachtkerl. So ein niedlicher kleiner Junge. Hallo, hier ist dein Dad. Mein Lieber. Das Leben geht weiter. Musik.
Vorsichtig. Hier, die Unterlagen. Rein mit ihm. Alles in Ordnung? Alex, wie geht es Ihnen heute? Ganz gut. Ich fühle mich viel besser. Gott sei Dank. Sie sind eine wandelnde Arznei gegen das Virus. Hey, Alex. Sie dürfen doch nicht aufstehen. Na los, nimm den Blut ab, 1 Liter mindestens, und dann ab damit in Normans Labor. Ist das Ihr Ernst? Ja, 1/4 Liter reicht. Wir wollen unser Gegenmittel nicht gefährden. Ab ins Bett, aber schnell. Heute wurde uns zum ersten Mal gestattet, Kontakt mit der Orion Star aufzunehmen und ein Exklusivinterview mit einem Passagier zu führen. Als erster Mensch, der das Virus überlebt hat, wie fühlt man sich? Gut, ich hoffe, dass dadurch allen, die infiziert sind, geholfen werden kann. Wollen Sie Ihrer Familie etwas ausrichten? Ich würde den Zuschauern gern noch etwas sagen. Alex ist wieder gesund geworden. Das ist der endgültige Beweis dafür, dass dieses Virus aufgehalten werden kann. Es kursieren eine Menge. Können Sie mir verraten, warum ihr gestattet wurde, an dem Interview teilzunehmen? Ich sag's ungern, aber hier ist jemandem ein kolossaler Fehler unterlaufen. Was ist eine Stimme gegen einen ganzen Chor von Untergangspropheten? Noch dazu die einer Frau. Sie konfrontieren Sie mit unseren Experten. Natürlich alles Männer. Und schon sind wir aus dem Schneider. Dr. Tober, möchten Sie zu der Aussage von Dr. Andrews Stellung nehmen? Tut mir leid, ich weiß nicht, welche Ansicht er vertritt. Wir können Ihnen das Band gerne zeigen. Meiner Meinung nach ist das Quacksalberei, was Dr. Tober und ihre Laborkollegen praktizieren. Die Annahme, ein derart lebensgefährliches Virus könnte im menschlichen Körper vernichtet werden, ist absurd. Mit viel Glück kann es bestenfalls unterdrückt, aber niemals ausgerottet werden. Sie sind da anderer Meinung, Dr. Tober? Dr. Andrews ist ein nicht praktizierender Kinderarzt, was in der Fachwelt bekannt ist, der gegen entsprechende Bezahlung zu jedem Thema seine Meinung abgibt, so unqualifiziert sie auch ist. Er hat niemals auf diesem Fachgebiet gearbeitet und seine Erfahrungen mit ansteckenden Krankheiten beschränken sich, fürchte ich, auf Windpocken und auf Masern. Wenn das so stimmt, warum wird dann seinen Worten so viel Beachtung und Interesse geschenkt? Ich kann mir gut vorstellen, dass das so ähnlich ist wie bei einem Verkehrsunfall. Die Menschen wollen nicht hinsehen, aber leider können sie auch nicht einfach wegschauen. Gute Antwort. Technischer K.O. in der ersten Runde. Damit haben Sie gewonnen. Ja, ich hoffe es. Bis jetzt ist noch nicht entschieden, was mit den 1300 Leuten an Bord des Kreuzfahrtschiffes Orion Star geschehen soll. Der Präsident erwägt laut neuesten Gerüchten, sie unter permanenter Quarantäne zu halten. Oh. Das waren die aktuellen Nachrichten aus Washington. Das ist so eine Scheiße. Permanente Quarantäne. Es gibt nur einen Weg, um hier runterzukommen, in einem Leichensack. Ich hab nicht vor, hier abzukratzen, nur weil die das wollen. Wer ist auf meiner Seite? Wer macht mit? Ich. Ich. Ich auch. Wir alle. Danke, Männer. Auf euch ist Verlass. Als Vorsichtsmaßnahme sollte man verhindern, dass die Leute jemals wieder von Bord gehen dürfen. Das ist also Ihr vielgerühmter Experte. Der Mann ist eine Witzfigur. Er ist der Berater der Tabakindustrie. So jemanden nimmt doch niemand ernst. Der Mann ist in fast jeder Talkshow zu Gast. Die Bevölkerung wird glauben, was er von sich gibt. Sie muss es nur oft genug hören, es ist die alte Geschichte. Spätestens nach einer Woche gilt der Mann als Kapazität, was Virusinfektionen betrifft. Sie können mir glauben, ich weiß, wovon ich spreche. Der Präsident ist in der Zwickmühle, wenn Sie recht haben. Lässt er entgegen dem Rat eines Experten jemanden vom Schiff, wirkt sich das negativ auf seine Wiederwahl aus. Gut, dann zaubere ich noch weitere Experten aus dem Hut, die vor dem Todesvirus warnen. Eine kleine Panik kann nicht schaden. Ordnet der Präsident an, dass die Leute an Bord bleiben müssen, ist es offensichtlich, dass er nicht fähig ist, Konflikte zu lösen.
Am nächsten Wahltag haben die Wähler dann hoffentlich die richtige Antwort auf die folgende Frage gefunden. Ist das wirklich der Präsident, den wir für 4 weitere Jahre haben wollen? Jetzt musst du die gleiche Luft atmen wie wir, armen Schweine. Na los, sperrt den Kerl irgendwo ein. Mach die Augen auf. Sieh mich bitte an, Ellie. Du darfst nicht aufgeben, hörst du? Sei stark. Bitte. Schatz, ich brauche dich. Lass mich nicht allein. Mason? Ja? Geh mit 2 Leuten runter in den Maschinenraum. Payne Hall in den Funkerraum. Nimm auch 2 Leute mit. Die anderen kommen mit mir. Wir gehen auf die Passagierdecks. Sie schicken Ihnen von Ihrem Sohn eine Videoaufzeichnung. Oh, das ist ja fantastisch. Vielleicht will er nach all dem, was hier passiert ist, Arzt werden. Oder Kapitän auf einem Kreuzfahrer. Nein. Keine Chance. Lass keinen aus den Kabinen. Und lächeln. Alle zurück in die Kabine. Wer sich auf dem Gang aufhält, wird erschossen. Mach die Tür zu. Dann wird's bald. Lass die Maschinen an. Aus dem Weg. Stehen bleiben, Sir. Was soll denn das? Was wollt ihr damit bewirken? Wir wollen nur eins. Unser Leben retten, das ist alles, Captain. Welches Land nimmt euch auf? Welche Stadt ist so verrückt, euch in den Hafen einlaufen zu lassen, hm? Es reicht jetzt. Das Serum wird soeben verladen. Morgen früh um 6 Uhr habt ihr es. Fantastisch. Wird es auch wirken, Norman, oder? Ja, wir glauben schon. Ach was, wir wissen es. Hey, wir haben es geschafft, Stephanie. Hörst du den Fels, den wir jetzt... Bewacht den Notausgang! Zieh das Kabel aus dem Computer! Stephanie, was ist los? Mr. McBride, Sie schicken uns ein Serum. Die Sache hier ist bald vorbei. Leute, wir siegeln mir auf die Nerven. Lester, du bleibst hier und passt auf sie auf. Verschwinden wir! Hier ist Dr. Ellis. Ich habe eben mit Dr. Tober gesprochen. Auf dem Schiff geht irgendwas Seltsames vor. Also, meine Herren, bereit machen zum Ankerlichten. Was ist, wenn ich mich weigere? Ich bin dabei. Sehr gut. Es ist es nicht wert, deswegen zu sterben. Die Küstenwache wird uns aufhalten. Die ist keine Gefahr. Es erfordert schon mehr als ein paar Geschütze an Deck, um ein Schiff dieser Größe zu stoppen. Los jetzt! Ankerlichten! Maschinenraum. Volle Kraft voraus! Ja! Achtung an alle Passagiere! Die Orion Star befindet sich unter neuer Führung. Bleiben Sie bis auf Weiteres in Ihren Kabinen. Und genießen Sie Ihre Kreuzfahrt. Ein Hubschrauber ist zu uns unterwegs. Er hat das Serum an Bord, das das Virus vernichten kann. Verstehen Sie, was ich sage? Wir können alle schon bald nach Hause. Für eine Ärztin sind Sie aber nicht besonders schlau. Die werden nie erlauben, dass wir das Schiff verlassen. Na schön, nehmen wir an, Sie haben recht. Was ist mit dem Virus? Was soll damit sein? Wahrscheinlich sind Sie auch infiziert. Was? Ein Pilot fliegt mit dem Serum hierher, aber wir sind nicht mehr da. Es ist verrückt, was Sie hier tun. Denn wenn Sie das Virus haben, ist es vollkommen egal, wohin Sie gehen. Ohne das Serum sind Sie in ein paar Wochen tot. Orion Star, hier ist die Küstenwache. Sie haben Befehl, die Maschinen zu stoppen. Maschinenraum. Volle Kraft voraus. Es geht los. Thank you.
Entschuldigung, Mr. President, wir haben ein Problem. Es ist auf der Orion Star zu einer Meuterei gekommen. Das Schiff hat Fahrt aufgenommen. Hier ist der Präsident. Orion Star, ich wiederhole. Sie haben Befehl, die Maschinen zu stoppen und vor Anker zu gehen. Küstenwache, hier ist die Orion Star. Wenn Sie schuld am Tod von ein paar hundert Unschuldigen sein wollen, dann eröffnen Sie das Feuer auf uns. Sie werden es nicht wagen, das Schiff zu versenken. Eine Eliteeinheit wird es entern. Woher wollen Sie das wissen? Ich war ein paar Jahre bei den Marines, Captain. Ich weiß, wie die denken. Richard, du bleibst hier, alle anderen mitkommen. Ich kenne Ihre Taktik. Sie werden am Heck angreifen, also sucht euch Deckung. Geschossen wird nur auf mein Kommando. Passt auf, da kommen sie! Feuer! Schiff internationale Gewässer erreicht. Also gut, wir können nicht länger warten. Einsatzbefehl für die Lone Fox. Ich möchte, dass sie in der Nähe der Orion Star Stellung bezieht und dort auf weitere Befehle wartet. Sie haben ihnen keine Wahl gelassen, Mr. President. Auf Gefechtsstation! Auf Gefechtsstation! Wo sie sind. Keine Bewegung. Ich meine es ernst. Alle Achtung. Man tut, was man kann. Ich dachte, Sie waren Sanitäter. Ja, ich rette Leben. Oh. Zur Brücke. Torpedos einschalten. Torpedos einschalten. Torpedos sind klar. Das Sonar hat etwas geortet. Sieht aus, als würde sich ein U-Boot auf uns zubewegen. Ein U-Boot? Die wollen damit nur versuchen, uns einzuschüchtern. Die können uns hier nicht weglassen. Begreifen Sie das endlich! Wir haben die Orion Star in Waffenreichweite. Wir warten auf den Befehl zu feuern. Da ertrinke ich lieber, als hier den Rest meines Lebens zu verbringen. Hören Sie mir zu! Halt's Maul! Ich warte auf Ihren Befehl, Sir. Feuer. Eins und zwei, los! Eins und zwei, los! Hendo! Freut mich, Sie zu sehen. Captain, an Maschinenraum. Sie haben uns ein U-Boot auf den Hals gehetzt. Alle Maschinen, stopp!
Rohr 3, los! Rohr 3 ist los! Küstenwache, hier ist die Orion Star. McBride und seine Leute sind ausgeschaltet. Wir haben wieder die Kontrolle über das Schiff. Wir gehen vor Anker. Oh mein Gott. Sie haben Torpedos abgefeuert. Was? Natürlich, so wie alle Fakten vorliegen, berammen wir eine Pressekonferenz an. Die Küstenwache meldet, die Orion Star hat alle Maschinen gestoppt. Lung Fox, hier ist der Präsident. Angriff sofort abbrechen. Hören Sie, Angriff sofort abbrechen! Abbrechen! Eins und zwei konnten zur Explosion gebracht werden, Sir. Nummer 3 reagiert nicht auf den Selbstzerstörungsbefehl. Versuchen Sie es weiter. Negativ, Sir. Schalten Sie die Zielsteuerung ab. Zielsteuerung ausgeschaltet, Sir. Wir haben die Kontrolle verloren. Der Torpedo nähert sich Backbord. Kurs 250, Sir. Maschinenstart und volle Kraft zurück! Ist alles in Ordnung? Es ist Ihr Schiff, Captain. Hier ist der Kapitän der Orion Star. Bei uns ist alles in Ordnung. Sie können den Hubschrauber schicken. Leute an Bord zusammen. Sie sollen sich in der unteren Vorhalle sammeln und in einer Reihe anstellen. Wird erledigt. Keine Angst, Schatz. Jetzt wirst du wieder gesund. Das Serum wurde vor 7 Tagen ausgeliefert. So gut wie alle Infizierten haben sich erholt. Und es sind keine neuen Fälle aufgetreten. Das hat keinerlei Bedeutung. Keinerlei Bedeutung? Da bin ich allerdings ganz anderer Meinung. Was passiert wohl, wenn die Öffentlichkeit erfährt, dass keine Gefahr mehr besteht? Und wenn sie es nicht erfährt? Wie stellen Sie sich das vor? Wie lange können wir es Ihrer Ansicht nach schaffen, die Informationen zurückzuhalten? Sagen Sie es mir. Das hängt ganz davon ab, wie lange ich den Präsidenten noch in dem Glauben lassen kann, dass das Virus die nationale Sicherheit gefährdet. Wir wissen alle, dass Sie ein überzeugender Mann sind. Ja. Sir! Gibt es in der Angelegenheit was Neues? Ja, Sir. Wir haben einen Bericht vorliegen. Er ist von einem europäischen Expertenteam. Sie haben die Laborresultate untersucht und sind zu dem Schluss gekommen, dass das Virus sich vermutlich nur in einem Ruhezustand befindet. Die Infektion kann also jederzeit wieder ausbrechen. Hat Dr. Erishi das gelesen? Eine Kopie des Berichtes ist auf dem Weg zu ihm. Ich wollte, dass sich all diese Experten endlich auf ein Ergebnis einigen könnten. Das würde mir das Leben wesentlich erleichtern. Bitte, mach die Augen auf, sieh mich an, Schatz. Ellie wird es schaffen. Sie ist wie ihre Mutter.
Ich habe mit vielen Menschen zu tun. Aber ich kenne niemanden, der so viel Mut hat wie Sie. Und Ihre Tochter ist vom gleichen Schlag. Eine Kämpferin. Ich habe deinen Anruf erhalten. Sie spricht nicht an. Ihr Zustand hat sich nicht gebessert. Ich weiß nicht mehr, was ich machen soll. Der Blutdruck fällt weiter und sie hat immer noch 40 Grad Fieber. Stephanie, wenn sie es nicht übersteht, dann... Stephanie, hör was zu! Ist? Was ist? Wir wissen beide, wie sehr eine Genesung davon abhängt, in welchem Zustand der Patient war, als ihm das Serum verabreicht wurde. Du hast ja recht. Tut mir leid, es ist nur... Du musst dich nicht entschuldigen. Ich wollte, ich könnte was für dich tun. Irgendwas. Wann dürfen wir das Schiff endlich verlassen? Niemand kann seine Angehörigen anrufen. Die Leitung ist immer noch unterbrochen. Das habe ich nicht gewusst. Ich frage den Präsidenten, was das zu bedeuten hat, aber es ist fast unmöglich, zu ihm durchzukommen. Seine Berater schirmen ihn völlig ab. Ich habe schon den Verdacht, dass sie die Situation für sich ausnutzen wollen. Da stecken irgendwelche politischen Absichten dahinter, die... Hallo? Norman? Ich bin der Meinung, dass wir uns selbst darum kümmern müssen, von Bord zu kommen. Was haben Sie vor? Dass uns Meuterei nicht weiterbringt, das wissen wir ja schon. Wie geht's, Ellie? Naja, unverändert. Hier, bitte, nehmen Sie Platz. Wir überlegen, wie wir vom Schiff runterkommen. Eine zweite Meuterei? Nein, das Thema hat sich erledigt. Am besten versenken wir das Schiff. Ich lasse Sie gleich Kiel holen. Dann würden Sie uns an Land fliegen. Da wäre ich mir nicht so sicher. Vorsicht, Sie beobachten uns. Solange Sie uns nicht hören können... Wir sind Ihnen unheimlich. Sie tun so, als wären wir fremde Wesen. Wieso lassen Sie uns bloß mit niemandem reden? Wir müssten direkt mit dem Präsidenten sprechen. Was haltet ihr davon? Sinnlos. Wer wagt, der gewinnt, ja. Fertig? Sagst du uns deinen Namen? Walter. Willst du dem Präsidenten irgendwas sagen, Walter? Mhm. Ich will wieder nach Hause. Stephanie, es geht um Ellie. Beim letzten Mal wurde unser Gespräch unterbrochen. Das kann vorkommen. Ja. Seit heute ist Ellie über dem Berg. Oh, wie schön. Das freut mich aber. Mich auch. Ich bin überglücklich, Norman. Du hast gestern nach weiteren Blutproben gefragt. Sie stehen hier für dich bereit. Du musst sie dir genau ansehen. Die Ergebnisse der Testreihen werden die Wirksamkeit des Serums ein für alle Mal bestätigen. Kann ich sonst noch was tun? Bitte schick jetzt einen Hubschrauber los. Mach ich. Ich werde mich sofort darum kümmern. Danke. Das ist alles. Bis dann. Mach deine Sache gut, Norman. Danke, dass Sie mich empfangen. Dr. Alessi, was wollen Sie denn hier? Ich habe etwas für den Präsidenten. Am besten, Sie lassen es ihm auf dem Dienst. Ist schon gut, Henry. Ich habe Dr. Alessi gestattet, mich aufzusuchen. Sie sagten, es handelt sich um einen Notfall? Hier ist eine Nachricht von der Orion Star für Sie. Sir, ich möchte zu meinem Baby. Es wurde kurz nach seiner Geburt ausgeflogen. Seither habe ich es nicht gesehen. Mr. President, ein Kind braucht seine Mutter. Wann kann ich endlich zu ihm? Bitte lassen Sie uns nach Hause. Meine Mami weint, weil sie Angst hat, dass wir nie wieder von diesem Sumpf runterkommen. Wir waren krank. Sehr viele sind tot. Aber wir leben noch. Ja, ich fühle mich gut. Wie neugeboren. Ich möchte wieder an die Arbeit, Sir. Wir alle vertrauen Ihnen. Wir wissen, dass Sie das Richtige tun. Mr. President, die Menschen, die gerade zu Ihnen gesprochen haben, mussten ein langes und schreckliches Martyrium durchmachen, wie Sie wissen. Manche haben dabei unglaublichen Mut gezeigt. Manche waren noch feige, überängstlich und unberechenbar. Ich habe dabei eines gelernt. Wenn man an etwas glaubt, mit jeder Faser seines Körpers, wird man mit allem fertig und wächst über sich selbst hinaus. Ich glaube an die wundervollbringende Wissenschaft. Aber noch mehr glaube ich an das Gute im Menschen.
Ich zweifle nicht daran, dass wir alle sensibel und mitfühlend sind. Es liegt in unserer Natur, Nächstenliebe zu empfinden. Sir, Sie haben das Unglück mit uns durchgestanden. Sie haben uns nicht allein gelassen. Allen ist klar, was für schwierige Entscheidungen Sie zu treffen hatten. Ich möchte, dass Sie wissen, dass wir nicht aufgehört haben, an Sie zu glauben. Eine große Last liegt auf Ihren Schultern. Wir haben Ihnen gesagt, wie wir uns fühlen, dass wir nur einen Wunsch haben, nach Hause zurückzukehren. Wir sind uns darüber im Klaren, dass nur Sie darüber entscheiden können. Wenn Sie uns sagen, wir müssen bleiben, dann werden wir bleiben. Wenn Sie sagen, wir können nach Hause kommen, verlassen wir das Schiff in dem Wissen, dass Sie davon überzeugt sind, dass es das Beste für alle Betroffenen ist. Vielen Dank, dass Sie uns zugehört haben. Tja, eine außergewöhnliche Frau. Daran gibt es keinen Zweifel. Bemerkenswert. Ist das hier die einzige Kopie des Bandes, Doktor? Das nehme ich an, ja. Gut, dann haben wir auch nichts zu befürchten. Was machen Sie da? Es tut mir leid, Doktor, aber diese Aufzeichnung darf auf keinen Fall an die Öffentlichkeit gelangen. Es geht hier um weitaus wichtigere Dinge als um ein paar Leute auf einem Schiff. Mr. President, ich bin hier, weil ich Ihnen vertraut habe. Danke, Dr. Ellis, ich weiß das zu schätzen. Bitte richten Sie Dr. Torber aus, dass sie von mir hören wird. Das wäre alles. Vielen Dank. Sir, wir sollten den Mann im Auge behalten. Seinetwegen machen Sie sich keine Sorgen. Nein? Nein. Warum bin ich krank geworden und du nicht? Ich bin größer. Keine Ahnung, Schatz. Vielleicht, weil ich nicht krank im Bett liegen und mich gleichzeitig um dich kümmern konnte. Das ist doch kein Grund. Unsere Körperzellen reden miteinander. Jede hört sich an, was die andere zu sagen hat. Sie tauschen sich aus. Ehrlich? Ja. Kümmere dich um deine Tochter, haben meine gesagt. Immer und immer wieder kümmere dich um Ellie, denn sie ist das Kostbarste in deinem Leben. Drück da drauf. Dr. Torber? Oh, Mr. President. Kommen Sie zurück. Sir, ich befürchte, die Bevölkerung wird Ihnen das als mutwillige Missachtung der nationalen Sicherheit auslegen. Das könnte Sie die nächste Wahl kosten. Was Sie nicht sagen, ich muss feststellen, dass ich mehr Vertrauen zu unserem Volk habe als Sie. Ich schätze, es lässt sich nicht verheimlichen, was hier abgelaufen ist. Deshalb steht einer Wiederwahl nichts im Weg. Allerdings wird Sie das nicht mehr betreffen. Sie sind entlassen. In Ordnung, Sir. Glauben Sie nicht, damit wäre alles vorbei. Das ist der Anfang. Nein, ein Verrat, Henry. Kann kein Anfang sein. Sir. Schön, dass wir wieder nach Hause können. Ja. Mann, du hast gesagt, dass wir zusammenfliegen. Ich weiß, tut mir leid, aber es wird nicht allzu lange dauern, Schatz. Ich komme nach, sobald wir evakuiert sind. Aber Mann, das ist nicht fair. Großes Ehrenwort. Ich hab dich lieb. Steig jetzt ein. Mittlerweile wurden alle Passagiere und die Mannschaft der Orion Star evakuiert. Als letzte hat Dr. Stephanie Torber das Schiff verlassen. Ihr allein ist es zu verdanken, dass so viele Menschen die Katastrophe überlebt haben. Oh, my God.
Musik.